So, wir wollten das Apiary herstellen, doch dazu brauchen wir künstliches Leder und dazu brauchen wir Jute Fiber und dazu brauchen wir das. Das stellt man aus 9 her. Das ist aber eine Menge. Das ist eine ganze Menge. Glücklicherweise haben wir 9. Bam. So, und das stellen wir jetzt einfach ans Wasser ran. Und warten, bis es durchgesickert ist. Ist verfault, glaube ich. Ja. Zum Beispiel hier. Hauptsache, es ist irgendwie ans Wasser angeschlossen. Das dauert jetzt ein bisschen, ne? Oh. Achso, die Grass werden zerhauen. Ja, das ist. Ich hab's doch gerade selber erklärt. Ich trottel. Oh, Korn. Korn ist eine gute Band. Rye? Mhm. Das werfen wir erstmal alles hier rein. Cordgrass. Ach, Mensch, ich muss erstmal mein Inventar so ein bisschen leeren. Für das ganze Zeug, was wir jetzt gleich aufsammeln werden. Bop, 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 bop. Bop. Ah, das. Den Matsch kann man auch werfen. Das hinterlässt zum Glück keine Flecken. Da hat aber jemand ordentliche Arbeit hier an der Fassade geleistet. Respekt. So. Und ja, wir haben das Zeug. Super. Ab ins Bett. Rami, dankeschön fürs Hosten. Und hallo, ihr Zuschauer da draußen an den Fernfunk- und Internetgeräten. Matschballschlag. Matsch. Hallo, eine Matschballschlacht, ja, das wäre super, vor allen Dingen, weil es hier so viel Matsch gibt in dem Spiel. Wesentlich mehr Schnee. Ich denke nicht, dass sich der Matsch regeneriert, so wie der Schnee. Ich müsste langsam mal den Boden austauschen. So, jetzt wollen wir erstmal Kompost herstellen, ne? Ich bin mir mit der Reihenfolge echt nicht sicher. So, das ist der Komposter. Der Komposter produziert Kompostblöcke, die helfen, vegane Produkte, oder sagen wir einfach, dass Dinge, die wachsen können, ne? Pflanzen schneller wachsen zu lassen. Aber laut Chat funktioniert das mit Pam's Harvest Craft nicht. Schade. Aber mit den gewöhnlichen Pflanzen scheint das zu funktionieren. Ansonsten haben wir noch den Kompost und das ist genau der, den wir haben wollen. Das brauchen wir, den Kompost-Bin. Oh, der ist aber kostenintensiv. Das ist ganz easy, ganz easy. So, dazu benötigen wir allerdings noch ein paar mehr dieser Slabs. So. So werde ich auch manchmal genannt. Hör, du Slab, du. Ich glaube, der Gag wäre im Englischen wesentlich besser gewesen. Viele Gags sind im Englischen so viel besser. Okay, wo platzieren wir denn unseren stinkenden Kompost? Das ist aber ziemlich weit weg. Wieso haben die sich so hoch gebaut? Damit sie nicht angegriffen werden. Schlau. Das ist ja zumindest meine Interpretation dieser Höhenwahl. Ein Höhenwahl. So wie der Windfisch aus... Ah, das war eine giftige Pflanze. So wie der Windfisch aus Link's Awakening. Ein Höhenwal. Hui! Die Wasserrutsche, da ist sie ja. Ja, werfen wir einfach das rein. So. Im guten Zug. Kompost für bessere Luft. Bitte. Schön. Bitte schön. Zeichnet True. Au. Oh. Wieso sieht man den nicht? Ach so, ich brauche mehr. Ja dann. Denn immerhin riecht der Kompost besser als meine Kollegen hier. Schade, dass es nicht die ganze Zeit so dampft. Ich mag den Effekt. Wie werde ich vom Server geworfen? Ja, das ist ein Gag, der sich echt gelohnt hat. Und uns überhaupt nicht in Gefahr bringt. Oh. Das hat sich aber gelohnt. Fast verhungert,
Aber Hauptsache, jetzt stinkt dort alles. Moment, haben wir irgendwas? Ja, Raw Chicken und eine Feder. Das ist Essen. Essen, Leute. Na, es ist schon ganz durchgerottet. Ja, ist es. Es ist gerettet. Unten rechts steht. Jetzt möchte es natürlich gerettet werden und das werden wir auch gleich tun. Funktionieren auch Blätter für den Kompost? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir eine Schere haben, könnten wir das mal ausprobieren. 2, 3, 4. So. 0%, 14%. Ergo, es braucht Wasser. Jetzt wissen wir es. Hopp. Wie weit ausgereift ist denn das jetzt alles? Du bist ausgereift. Du noch nicht? Das braucht ja ewig. Lasst es mich euch zuflüstern. Ewig. Aber pssst. Braucht ja Weed. Und es ist nichts Schönes. Deswegen würde ich nicht sagen Weed. Sondern nur Weed. Obwohl nicht mal das, sondern nur Weed. Denn Weed ist erfreulicher Weizen. Das heißt, Moment, ich habe mir ganz umsonst Nahrung reingeworfen, ja. Für diesen Gag. Gott, also Stöcker funktionieren auch. Super. Was kann man denn eigentlich aus Letouche machen? Das ist französisch für Salatblatt. Ja, stimmt. Ach, wenn wir schon von Fast Food sprechen. Moment, was ist die Alternative? Tofu? Och, wie macht man sich den denn? Steht nicht da. Und Baguettes. BLT. MTT. Ha. Fischtaco. Und da kriegt man ja Hunger. Oder einfach nur Appetit. Es besteht ja ein Unterschied zwischen Hunger und Appetit. Da der Brokkoli hier. Muss anbauen, bevor verhungern. Was war das denn? Au! Au! Achso, ein Piranha! Der ist ja immer noch nicht weg. Okay, so. Damit haben wir jetzt immerhin 11 Jute Fiber. So, daraus lässt sich machen, das steht in meiner Liste. Okay, richtig. Zeug. Wie zum Beispiel Leder oder Lederersatz. So, aus dem Leder bzw. Lederersatz lässt sich alles machen, wofür man normalerweise Leder braucht. Und das kann man sich einfach nur irgendwo hinhängen. Hey, wie praktisch. Rucksäcke! Oh boy, Rucksäcke. Die müssen wir uns doch unbedingt produzieren. 3, 4, 5, 6, 8. Wie produziert man sich einen normalen... Den Song schmeiße ich bei dir auch raus. Okay, das ist easy. Aber es sind auch nur zwei dieser Jute-Lappen. Das ist nicht so viel. Also in diesem Spiel kriecht man echt auf dem Zahnfleisch. Ich habe keine Hacke dabei. Ich habe die Hacke immer aus. Ich muss mir hier irgendwann mal so eine Art von Brücke rüberbauen. Oder ich baue mir einen Staudamm und dann wird der ganze Fluss ja austrocknen und die ganze Umgebung überfluten. Fließendes Gewässermod. Das wäre interessant. Zurück zum Haus. Können wir hier noch irgendwas machen? Ja, könnten wir. Also wenn Stöckchen wirklich funktionieren. Die funktionieren, ich werd bekloppt. Bloß verrottet, ihr Holzstöcker. Weil ich euch in einen Holzkasten gelegt habe. Zurück zum Haus. Ein Katapult anstelle einer Brücke. Übrigens, ich schleiche nicht. Ich habe eher das Gefühl, ich sinke ein. Im Boden. Schwerkraft. Du teuflischer Dämon. Schnell muss Hühnchen essen. Verdammt. Feuerfestes Schild.
für ein Hühnchen benutze ich keine Kohle. Geil. Ich glaube, deswegen produziert man sich, kocht sich ganze Gerichte. Aber was ist denn einem halben oder ganzen Hähnchen auszusetzen? Normalerweise isst man das doch auch in der Realität und ist dann gesättigt. Es war wohl noch nicht lange genug auf dem Grill, nicht knusprig genug. Ja gut, wir haben eine Schere, sehe ich gerade. Haben wir denn auch eine Axt? Eine Axt hätte ich doch ganz gerne. So, hier die Ho, dafür sind wir nämlich hier. Sieht aber nicht danach aus. Nö, Axt schon verbraucht. Axt schon verbraucht. Ja, das war der vegane Vorsatz. Gottschab! Noch ein Stück. Hey, hast du meinen Kompost aufgefressen? Nee, der dampft doch munter vor sich hin. Gut. Dampfe weiter, Kompost. So gut. Irgendwas gewachsen. Ich weiß ja noch nicht, wie es aussieht, wenn es voll ausgewachsen ist. Vielleicht ist es ein bisschen schwierig, manchmal den Unterschied zu sehen. Na gut. Pflanz. Ich meine, Hack. Pflanzen tun wir auch gleich, ja. So, es sollte... War das gerade Lauch? Das könnte Lauch gewesen sein. So, Erbsen. Le Touche. Und der Brokkoli. Irgendwann werden wir ein riesiges Feld haben, das wir nicht mehr bewirtschaften können, weil es so riesig ist. Hurra! Aus dem Weg, Schaf! Hier, auf zum Piranha-Mobil. Ne. Wo bleibt das? Dann eben nicht. Tja, und damit ist unser gewaltiges Feld komplett. Jetzt können wir eigentlich nichts weiter tun, als zu warten. Und die Kirschbäume sind noch immer nicht gewachsen. Die faulen Biester. Ja gut, mehr fällt mir jetzt aber auch nicht ein. Außer, ich könnte mal wieder was essen. In Minecraft meine ich. Ich würde sagen, das reicht erstmal von dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, ist das gut. Wenn nicht, dann muss ich mir mehr Mühe geben. Bis zur nächsten Episode. Oder bei einem anderen Video. Ich habe nämlich noch andere Videos, wisst ihr? Es gibt noch was anderes außer Minecraft. Wisst ihr das? Tschüss.